Episode 9 von Let's Play Bioshock. Wir sind in Fontaine Fisheries. Auf der Suche nach unserem mysteriösen Helfer, der uns hier schon die ganze Zeit durch die Welt von Rapture führt. Fontaine Fisheries. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Das ist traurig, wenn man so versetzt wird. Aber da kann ich dir jetzt nicht helfen. Wir hacken gleich mal zu Beginn der Folge ein bisschen. Wenn Hacken auch in Wirklichkeit so einfach ist, dann mache ich das beruflich. Zack. Wupp. Jawohl. Ja. Wir sind ja ganz voll. Wir müssen uns gar nicht heilen. Toll. Gut, dass ich es gemacht habe. Naja, ist ja egal. So, erstmal Zigaretten und Alkohol. Wir müssen noch kurz, bevor wir noch weitergehen. Genau. Kurz hier gucken. Okay, die ist voll. Nein. Da können wir nachladen. Nein. So. Antipersonen-MG-Patronen. Okay. Okay, wir haben nur die zwei. Verstehe. So, zack. Und von der Schrotflinte haben wir, habe ich in der letzten Folge gesehen, haben wir neue Munition bekommen. Wir haben hier den ionischen Schrot, den Standardschrot und ganz neu, oh, wenn ich die richtige Taste drücke, Explosivschrot. Das wird witzig. Gut. Anklopfen. Mit dem Ding. Sehr gut. Hallo? Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Natürlich, es wäre auch zu einfach gewesen. Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Scheint mal eine Art Bossgegner zu sein. Wir sind fast tot. Geil. Komm mal runter. Ah, das war unser neues. Wo ist unser Explosivschrot? Der ist aber nicht sehr explosiv. Dass wir dieses Ding haben. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und geil. Denk da unten, mein Freund. Wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ja, ist das schon okay. Cool. Warum liegt da oben was? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Wer ist denn dieser Fontaine? Ich dachte, der Typ heißt Ryan Fontaine. Ich dachte, das sei der Boss, aber scheinbar nicht. Gut, also wir haben einen Granatwerfer und müssen jetzt irgendwas anderes machen, damit wir wieder reinkommen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das so einfach geht. Ach, guck mal, da unten. Och Mann. Hat er was überlebt? Nein, sehr gut. So mag ich die Granatwerfer. Oh. Perfekt, Dankeschön. Ich bin echt gottfroh, dass es diesen Fall gibt. Das muss ich ganz ehrlich nochmal wiederholen. Sonst würde ich mich hier niemals so recht finden, weil die Areale ja doch recht weitläufig sind. Kann ich Ihnen helfen? Au! Ah, hier geht's jetzt rein. Neben.
Boah, was ist denn hier los? Huh, wo bin ich? Mann! Hier passiert mir echt zu viel auf einmal. Ich glaube, der Typ wollte auch gerade irgendwas sagen. Der Adam. Nicht der Adam ist ja das Zeug. Der Atlas, aber scheinbar ist irgendwie abgebrochen. Ganz toll. So, Verbandskasten, Pistole. War hier zufällig ein Verbandskasten irgendwo? Nee. Mann. Ne, wir sind ja auch fit, stelle ich gerade fest. Wir müssten eher irgendwo wieder Medipacks kaufen. Werde ich hier auch gleich wieder angesprungen. Ah, guck mal. Achso, brauchen wir doch gar nicht. Ich hack ihn trotzdem mal. Allein aus Übungszwecken. Oder vielmehr für Übungszwecke. Wenn man das jetzt wirklich nicht so oft üben muss, so schwer ist es dann auch nicht. Oh yeah. So, maximale Gesundheit erreicht, das ist schön. So, hier kommen wir her. Eine Little Sister erwartet uns in diesem Level ja noch. Hey, ich speichere. Bin mal gespannt, wann wir auf die treffen. Ich weiß noch nicht, was wir mit der machen. Aber ich fand, bislang hatten wir jetzt noch nicht wirklich Plasmid-Not, ne? Also wir konnten uns ja vorher echt viel leisten, oder der letzten Folge, oder wenn das war. Das hört sich schon wieder gut an. Das ist doch wieder so ein Big Daddy, oder? Ja, das ist ein Big Daddy. Mittlerweile kenne ich die Geräusche. Ah, oh, da hinten ist er. Oh Mann, ich will nicht wieder gegen ihn kämpfen. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Tja, diese Tennenbaum ist ja auch die, die laut unserem Freund da für die Verwandlung von diesen Little Sisters verantwortlich ist. Ich speichere hier an dieser Stelle nochmal, bevor wir uns mit dem Big Daddy anlegen. Aber wir haben einen Granatwerfer. Vielleicht ist es gegen den ja einigermaßen. Nicht, wenn ich sie so werf, ganz ehrlich. Hat das überhaupt was? Oh doch, ja, mir fast die Hälfte schon abgezogen. Das Problem ist, wir haben nur ein Medikit. Oh oh. Das Problem ist, wir haben jetzt so viele Plasmide. Oh. Dass ich teilweise nicht mehr ganz hinterherkomme. Gut, andererseits müssen wir das natürlich sagen. Der Vorteil ist, da wir so viele... Hä? Wo sind wir eigentlich? Ah nein, wir sind hier. Oh. Da der ja immer das gleiche Leben... Also da sein Leben sich ja nicht wieder auflädt. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn wir da mal sterben. Also ich bin da prinzipiell echt froh drüber. Es wundert mich nur, aber ich finde das völlig untypisch. Wir alle haben Rechnungen zu bezahlen. Moment. Die Versuchung, sich trotz der Ausgangssperre etwas Adam zu besorgen, ist verständlich. Aber ein Verstoß gegen die Ausgangssperre ist unverzeihlich. Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen sich Schwierigkeiten. Also wir können auch Kontaktminen benutzen. Vermutlich und versuchen, ihn da drauf laufen zu lassen.
Wie laut ist das Vieh? Oh, der ist da. Wieder sehr schlau, sowas direkt vor mir zu zünden. Eieiei. Wo ist denn die? Wo ist denn sein kleines Mädchen? Wo ist die? Hä? Wo ist die Kleine? Muss ich die jetzt extra suchen, oder was? Oh oh. Mann, was war das denn jetzt? Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns in Zweiting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Okay. Es klang jetzt aber nicht so, als ob sie dafür verantwortlich ist. Wer ist eigentlich dieser Geisteskranke, der hier immer mit diesen Explosionsteilen schießt? Warte mal, da ist noch ein Laden, wir müssen mal kurz einkaufen gehen. So. Gut, das haben wir jetzt sehr einseitig eigentlich ausgegeben. Aber was mich ein bisschen irritiert, wo ist denn diese Little Sister jetzt? Wir haben zwar ihren Kollegen da umgelegt, aber sie habe ich nirgends gesehen. Ich finde es eh komisch, guck mal, der liegt hier, warum liegt denn der hier? Oder warum war der überhaupt hier draußen? Ist die... Nee, offiziell haben wir erst eine. Ach das, da hinten ist nochmal so ein scheiß Teil. Super. Ich frage mich gerade, ob wir solche Dinger nicht deutlich einfacher mit unserem Elektroplasmid ausschalten könnten. Mann! So. Das nervt mich jetzt aber ehrlich gesagt schon ein bisschen, dass diese Kleine nirgends ist. Ist das ein Bug? Ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwann später noch irgendwo auftaucht, oder? Ah, hier waren wir auch schon mal. Da liegt noch was. Ja, ich wollte nicht runterfallen. Ach, da ist einer. Was haben wir denn hier? Mann, was schießt jetzt schon wieder auf mich? Ich weiß, wenn ja, wir sind hier waren wir schon mal. Dann können wir ja eigentlich nur so langsam laufen. Soll man aufdauern mit Sachen zu werfen? Das kann ich gar nicht leiden.
immer, wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will. So, sind wir hier. Oh, das habe ich nicht gehört. Ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von den Little Sisters halten soll. Die Little Sisters? Mensch, ist dir nicht klar, dass sie die Kraft sind, die Rapture zusammenhält? Was? Wirklich? Aber klar. Rhyme Industries hat sie so erschaffen, dass sie uns vor Banditen und Terroristen beschützen. Und dabei sind sie so fröhlich wie Fische im klaren Wasser. Wir alle brauchen Adam. Und wir alle brauchen die Little Sisters. Ach so? Ich dachte, das Regime sei auch gegen diese Little Sisters. Ich dachte, die hätten die auch als Gefahr dargestellt. Okay, guck, schon wieder was gelernt. So, da liegt immer noch der Kollege, ohne Freundin. Für jemanden, der sich auskennt, sag mal, ob das so sein soll, dass wir die noch nicht gefunden haben, oder ob das einfach ein Bug ist, dass er hier allein war. So. Kann man die eigentlich nicht so irgendwie so auslösen? Nee. So. Kampflos bekommst du sie nicht! Das hier. Hilfe! Mit Hilfe von Sicherheitsnotschaltern können Sie sowohl jeder aktiven Sicherheitsalarm als auch alarmierte Sicherheitsbots abgeschaltet werden. Die Verwendung dieses Level kostet 8 Dollar, wenn du ein Not- oder ein Hex werden kannst. Okay. Guck an. Aber wir haben auch gerade keinen Alarm ausgelöst, deswegen brauchen wir es nicht. Verstehe. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Ah, okay. Also das war jetzt der Andrew Ryan, Erfinder von diesem Ganzen hier, oder Erbauer von Rapture. Über den Fontaine, das war also auch irgendwie eine Art Gangster. Guck an. Also wie hier alles rausfinden. Zack. Oh yeah. So, okay, wir haben nicht gerade viel Geld. Wir haben gar kein Geld. Super. Da kamen wir her, ne? Ja, genau und so. Okay, kein Geld und keine Zeit, denn wir sind schon wieder durch mit dieser Folge. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade... Was? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ich habe kein Geld. Nee. Ah. Ich stelle mich einfach mal hinter unseren Helfer hier. Und hoffe, dass ich einigermaßen sicher bin. Ein umdrehen. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich trotz allem wieder. Bis dahin. Tschüss. Bye bye.